Gut, manchmal muss man List verwenden, das stimmt schon. Wenn die Drachen größer sind als du selber, musst du ja auch irgendwie gewinnen. Und was habt ihr für eine List benutzt? Habt ihr ein tiefes Loch gegraben? Lasst mir doch einfach mit etwas mehr Zeit euch davon erzählen, wie ich Kleinwandstein abgerissen habe. Aber dazu dann vielleicht später mehr. In einer halben Stunde reicht das nicht. Besucht mich doch einfach in meiner Residenz in Feuerheim, Feuerborn. Etwas nördlich von der blutroten Feste. Also ich kann nicht versprechen, dass ich das finde, aber wenn ich dieses Rennen überlebe und ich schaue mal so in Richtung der Heshtots, der unbesiegbaren Legion von den Groll mit den Dämonenbären, dann probiere ich das, wenn Wie ich Zeit habe. gesagt, besucht mich einfach, meinetwegen gerne auch noch heute Abend nach dem Rennen. Ich kann auch noch ein paar, also mehrere Zwerginnen mitbringen, wenn ihr mögt. Nein, 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 die muss aus der Heimat kommen. Trinken wir ein gutes Zwergenbier. Das ist gar nicht so unvernünftig. Gut, mein Freund, gut. Ja, Starkheit tritt dazu und kann das dann eben auch hören. Starkert würde sich dieses Gespräch einfach erstmal nur anhören und so tun, als würde er sich um die Pferde kümmern. Ja, ignoriert dich erstmal. Ja, was tun die anderen, während die drei dann vor den Pferden stehen? Nun, ich bin mir sicher, da kann nichts passieren. Haben wir noch mehrere Stunden Zeit, war das, ne? In einer halben ungefähr jetzt noch. Ja, dann wird immer einfach nur dabei stehen und ja, von Dunkelstein angucken. Gibt es da irgendwas, was ich tun kann während des Rennens oder wie auch immer? Ich fürchte nicht sonderlich viel. Du könntest dich natürlich an der Strecke positionieren, für den Fall, dass gerade dort ein wenig, du weißt schon, Unterstützung gebraucht wird. Ja, aber wo denn? Ich meine, ihr seid ja schnell an gewissen Punkten vorbei. Und ich denke, am ehesten aufstauen würde sich in den ersten zwei Kurven, auch wenn da noch alle sehr nah beieinander sind. Okay, also ist das die Strecke, die hier runterführt? Hier das die ist und dann hier die erste Kurve anscheinend? Ist das so? Richtig, da hinten geht es rum und ich denke, von da aus geht es dann bis zum Tor direkt durch die lange Straße. Wir beginnen hier. Ich kündige es nochmal an. Hier ist der Start. Genau, dann hier bis zur ersten Kurve. Bis dahin und dann geht es hier hoch. Und an jeweils den Kreuzungen werden kleine Markierungen eingesammelt. Kleine Münzen, damit man eben nicht abkürzt und mit einem Karakil oder sowas durch die Lüfte fliegt und dann irgendwie abkürzt oder sowas. Das einfach zu verhindern. Ihr könnt dann auch erkennen, das, wenn ich irgendwo hin auf ein Haus oder sowas klettern, um eine erhöhte Position zu haben und dann hier als Schütze stehen an der Ecke sozusagen, um in beide Richtungen schießen zu können. Das geht. Könnt auch sehen, wie jetzt gerade Sirium Grimm, der Schänder, antritt. Allerdings hat er wohl keinen Wagen und auch keine Begleitung. Ich geh mal zu den beiden Magiern rüber. Ja. Mario, am Ende aus. Ich könnte eure Hilfe vielleicht brauchen. Was kann ich für euch tun? Könnt ihr euch am Kaisertor positionieren? Und falls ihr bis dahin, unseren besonderen Feind noch nicht aus dem Rennen gekickt haben, verzeiht, aus dem Rennen getreten haben, sorgt dafür, dass er nicht weiterfährt. Welchen der besonderen Feinde? Oh, ihr wisst ganz genau, welchen ich am wenigsten leiden kann. Sicherlich. Nun, ich würde direkt 3, 4 davon sagen. Die Gräume? Die Gräume sind eine Landlage. Aber wohl kaum, was das eines so besonderen Hasses bedarf. Nun gut, ich denke, man kann da was machen, ja. Und versprecht mir bitte auf euch aufzupassen. Brecht nicht zu viele Knochen und versucht nicht den Kopf zu verlieren. Alle anderen Gliedmaßen kann ich wieder anbringen. So wie ich eure Künste kenne, könnt ihr auch letzteren wieder annähen, aber ich will es nicht drauf ankommen lassen. Nun, ich glaube, das wäre dann eher Nekromantie. Wir sollten uns vielleicht verteilen, damit wir die Chance erhöhen, die Person zu erwischen, die euch nun ja bedrängt. Man ist mir ein Dorn im Auge. Seht dazu, dass er dieses Rennen nicht beendet. Wer? Wer ist ein Dorn? Der Mann. Überblinzelt ein paar Mal. Gut. Ich mach das schon. Ich sollte zu meinem Wagen gehen. Zu dem Kaisertor. Ist auch hier, glaube ich, oder mitgehen. Ja, und mich da aufstellen. Oder vielleicht schon davor und da vielleicht schon. Ja, ich brauche jetzt eine Position von euch. Also, wenn ihr da stehen bleiben wollt, könnt ihr das auch tun. Ich bicke mich wieder
dort. Auf, ne? Zum Kaisertor. Dahin, dorthin. Gut, dann. Wobei, sollten wir nicht ein wenig weitergehen? Von hier aus kann man uns noch so gut sehen. Torgosch. Kann man von hier aus, wenn man versucht, eine Abkürzung zu nehmen, euch wunderbar über den Haufen fahren. Torgosch, Ragnar und Jalan bemannen dann nach und nach ihren eigenen Wagen. Können dann auch steigen. Überprüfe nochmal, ob meine Pfeile und meine Waffen alle in Ordnung sind. Was hast du dabei? Deine komplette Rüstung? Ich werde nicht in meiner kompletten Rüstung starten. Ich trage bei dir das Unterzeug, einen Helm und mein Kettenhemd. Bewaffnung? Bewaffnung ist ein Schwert, ein kurzes Schwert und mein Bogen. Und vermutlich, lass mich wieder ausreden, einen Schild. Ich möchte den aber nach Möglichkeit irgendwo an der Bordwand vor mir festmachen erstmal. Das soll, glaube ich, gehen, ja. Okay. Gut. Ich würde gerne dann einen Zauber vorbereiten und bereithalten. Ja. Ich würde gerne... Ich würde gerne meinen Hut abnehmen und den in der Luft schwenken und allen Leuten, die anwesend sind, zuwinken, damit sie mich alle als Darkheart erkennen. Ja, du hast auf alle Fälle mit deiner Probe schon in der Arena eine ganze Menge Aufmerksamkeit auf dich gezogen. Sie sehen dir belustigt zu, niemand lacht über dich, aber du hast zumindest jetzt Aufmerksamkeit. Ja, möchtest also du ihnen irgendwas Besonderes zurufen? Nö, ich wollte einfach nur die Aufmerksamkeit machen. Hier spielt die Aktion, dieser Wagen wird gewinnen. Also sozusagen einfach nur so von dem Aufruf. Ich würde vielleicht nochmal irgendwie so einen Purzelbaum machen oder sowas. Und okay. Mich nochmal vor der Menge verbeugen. Ja. Ich möchte mich einfach davon abhalten, mir lautstark vor den Kopf zu schlagen. Danke. Und dann nicke ich ganz verschwörerisch Schlingräumen in der Menge zu. Die Aufmerksamkeit von den Gräumen machst du sowieso. Den nicke ich einmal verschwörerisch zu. Also, die Strecke für euch, die ich jetzt hier aufgezeichnet habe, ist 1 zu 10 auch wieder. Das heißt, von hier bis hier sind es 28 Meter, beziehungsweise 27, je nachdem. Ja, genau. Nur für wo eure... Wo kannst du mal zeigen? Ich war irgendwo anders auf der Karte. Entschuldigung, kein Problem. Hier. Dankeschön. Von hier, Lutisana, bis hier sind es 28, 27, je nachdem, an welcher Straßenbreite du gerade bist, sind es 28 Meter, 1 zu 10. Ja, okay. Lass mich raten, das Dunkle hier, ist das schon Wand oder ist es jetzt hier sozusagen wieder ein Fahrstreifen? Das ist gepflasterte Straße, das ist unbefestigte Straße und das ist Abgrund. Je nachdem, ich habe das ja schon das ein oder andere Mal angekündigt, das könnt ihr euch dann hier ansehen. Mal ist es eine himmelhohe Brücke, mal ist es dann irgendwie ein Säureabgrund. Wenn ihr euch die Strecke, den Streckenverlauf in den 3 Stunden noch angesehen habt, könnt ihr auch bemerken, dass sich die Straßen wieder verschoben haben. Es gibt also weitere Brücken und es gibt auch Tunnel. Das ist nicht unbedingt so, dass die Straße dann abfällt, das ist auch der Fall, aber es geht auch eben darum, dass die Häuser über die Straße gewachsen sind und man nicht einmal mehr diese riesigen schwarzen Wolken erkennen kann. Sowieso habt ihr immer die ganze Zeit auch an eure Quadriga angebracht, Öl, da kann man dann zum Beispiel auch Pfeile anzünden, wenn man möchte, aber auch ihr werdet nicht ohne Fackel fahren, ne? Das ist dann natürlich irgendwie verankert, dass ihr dann die Hände frei habt, dass ihr auch kämpfen könnt. Wie tief geht es da so runter in den Abgrund? Wenn du da runterfällst, ist das sehr unangenehm. Gerade wenn es eben auch Säure ist, das werde ich mir dann mal überlegen. Je nachdem, wo ihr runterfällt, Zufallstabelle, ihr solltet einfach auf der Strecke bleiben. Das wäre gesund für euch. Oh Gott. Kann auch sein, jetzt dass da auf dem Wagen. Könnte auch sein, dass da eine Häuserwand ist oder so. Könnte auch sein, dass ihr gegen Häuser fahrt. Könnten wir nochmal unsere Startteam durchwechseln? Wenn ich sehe, dass... Jetzt stehen schon alle. Du wirst mich jetzt hier nicht alleine lassen. Ich habe ein paar Regeln. Nicht alle habe ich hier oben einmal abgebildet. Es gibt weitere Regeln. Wir werden nicht alle aus Donnersturm benutzen. Jetzt auch interessant für Ragnar sind Wagenmanöver. Wenn du rammen möchtest, wenn du jemanden heranbringen möchtest für einen Sprung auf den Wagen, zum Wagenwechsel, du kannst auch Sturmangriffe ansagen, werde ich dann alles eben erklären. Wenn du das machen möchtest, überfahren, also wenn Leute vor dir auf der Straße liegen, du kannst auch Pferdemetzger ansagen, wenn du andere Pferde abschlachten möchtest. Bohrensense oder so, wenn du dann irgendwelche Sichelklingen aus deinem Wagen, ja, wenn du damit irgendwelche Leute zerteilen lassen willst, auch Schaulustige, das ist dir halt komplett überlassen, sei erfinderisch. Während ihr auf den Startpfiff wartet, könnt ihr einen ohrenbetäubenden Schrei, ein Kreischen erkennen und während Sirium Grimm ein paar Litaneien gemurmelt hat, könnt ihr erkennen, wie sich wohl vor ihm ein astraler Sturm öffnet aus dem Limbus, Feuer und Rauch.
der hinauswirbelt, und ein schwarzer, geflügelter Wagen, der sich jetzt vor ihm bildet, er springt einmal auf. Flammende Räder, geschält. Aus dem Limbus treten sie heraus, gezogen von 7 Dämonen aus 7 Niederhöllen. Eine grässliche Parodie eines Greifen, ein Irrhalk, ein geflügelter schwarzer Löwe, eine Höllenschlange, eine bläulich pulsierende Qualle mit langen Nesselfäden, einem scheußlichen Hippogriff und einem obsidianfarbenen Hengst mit rotleuchtenden Augen und einer untoten Harpie. 7 Dämonen, die diesen Wagen ziehen. Der Streitwagen von Borbarat. Hässliches Lachen rollt magisch verstärkt jetzt von Sirium Grimm an euch heran, während er jetzt aufsteigt. Just in dem Moment gibt irgendjemand ein Signal, das Rennen beginnt. Initiative. Uff, das war jetzt ein bisschen too fast. Der Mann weiß, wie man Auftritte hinlegt. Initiative wird durch eine Lagenlenkenprobe erwürfelt. Die Initiative, die Reihenfolge zu bestimmen. Fahrzeuge Lenkenprobe zu Beginn der Runde wird dann auf deine Initiative drauf addiert, beziehungsweise die Hälfte der Sternchen. Das sieht doch gut aus. Das heißt, man würfelt eine ganz normale Kampfinitiative plus die Hälfte der Fahrzeuglenkensternchen, die übrig bleiben? Ja. Ja, okay. Ja, genau. Kampfreflexe zählen dazu, Kampfgespür kommt zum Tragen. Aber ich würfel keinen Initiativewert aus, oder? Weil das habe ich gerade falsch gemacht. So, dann würfelst du ganz normal einen Initiativewert aus, aber deine Behinderung trägt nur halb. Und dann addierst du deine halben THP-Stern aus der Fahrzeuglenkenprobe drauf, also in diesem Falle 6. Dann bin ich bei 24. Die anderen werden sogar 30 sein. Schauen wir mal nach. Während die drei fahren, übernehmen die anderen drei zur Belustigung aller die drei Gräume. Das heißt, ihr könnt euch dann aussuchen, wen ihr nehmt. Johnny hatte da ein paar Werte zusammengestellt. Die könnt ihr euch dann gerne teilen, die stehen auch im Forum. Ich habe zum Beispiel den gesamten Charakterbogen gerade während des Vorbereitens sind Fensigons eingetragen. Hab ich gesehen. Was haben die Gräume an Initiative? Eine 20. Eine 20, gar nicht so viel. Ja, müssen wir als erstes handeln. Müssen verzögern, Lutisanas, also sie müssen jetzt handeln, können aber nicht vor. Und Lutisana wartet halt noch oder kann halt noch warten. Das heißt, die Gräume bleiben erstmal einfach stehen. Ja, die haben wohl irgendwie Startschwierigkeiten. Die zanken sich untereinander. Ey, ich fahr jetzt. Nein, nimm doch die scheiß Armbrust in die Hand. Wie sollen wir denn sonst diesen nächstlichen Dritter da vorne erschießen? Ihr wart bestimmt nicht gemeint. Schaut mal Richtung Jalan. Genau. Ich gucke nur minimal empört. Olruk und eine Meier, wenn ihr wollt, übernehmt mit die Geräume. Ich habe euch jetzt die Gräume vorgestellt. Ihr wisst ungefähr, wie die reden. Das sind x-beliebige Gräume. Ihr könnt euch auch meinetwegen einen Namen ausdenken. Aber ihr dürft jetzt die steuern. Und euer Ziel ist, wie sollte es anders sein, Jalan. Hat immerhin zwei oder mehrere von euren Kameraden am heutigen Tage, nicht unbedingt getötet, aber auch getötet. Hat sie verstümmelt. Ja, töten wir den Bruder schlechter. Ich will meine Freunde als Hinweis, Auges, Nasus, Blitzig, Find und Plumbumbarum sind sozusagen die Hauptzauber, die wir jetzt zur Verfügung haben. Genau, ja, damit beginnt das Rennen. Ist halt die Frage, ob Alrision was Besseres zur Verfügung hat. Dann blitzt du ihn. Können wir vorziehen? Ja, prinzipiell könnt ihr vorziehen. Ihr seht zumindest, dass der Gräumenwagen Schwierigkeit hat beim Starten, der bleibt erstmal stehen. Ich sehe auch Sirium Grimm übrigens nicht. Sirium Grimm habe ich ja auch nicht eingetragen, der ist in der Luft über euch. Wird dann auch abheben. Achso, alles klar, ja. Der ist ziemlich normal. Schnell. Ihr müsst das Rennen ja auch quasi gar nicht gewinnen, euer Ziel ist ja eigentlich dann, dass ihr Udalbert erreicht. Alles klar. Dann würde ich sagen, los geht's. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ja, ihr braucht einfach erstmal eine einfache Fahrzeuge-Lenkenprobe. Das einmal, um die Initiative auszuwürfeln, das habt ihr natürlich schon gemacht. Ansonsten ist das jetzt eine Sprintenprobe, weil ihr ja erstmal an Udalbert heran wollt oder von den Gräumen weg. Das könnt ihr euch aussuchen. Die Geschwindigkeit ist erstmal irrelevant. Es geht jetzt darum, dass du eine Fahrzeuglenkenprobe machst, die erstmal um 7er Schwert ist. Um 7? Ja, gut.
Wir sind raus, Jungs. Keine Sorge, das wird schon. Besser Mann, Ragnar. Besser ja. Mann. Ja. Hoi, hoi, hoi! Und ich, keine Ahnung, schlage die Zügel, damit die Pferde losreiten. Ich habe keine Ahnung, was das für Pferde sind, aber Hauptsache, sie reiten jetzt los. Ja, dann kannst du dich positionieren. Ja, so mit der Geschwindigkeit wirst du wahrscheinlich dich erstmal neben die Zanze oder sowas setzen können. Zumindest bleiben die Groll mit zurück. Die müssen ja, wie gesagt, in dieser Kampfrunde zurückbleiben. Ich zieh schon mal nach der Ruhe meinen Bogen auf. Dann kannst du dir jetzt überlegen, inwiefern du angreifen möchtest. Die Entfernung mit deiner Armbrust wäre jetzt natürlich ein bisschen erhöht, aber du könntest natürlich auch schießen, könntest auch einen Blitzdichtfind zaubern. Das wäre dir jetzt überlassen und auch Amenelaos, Abelmir, könnte sich jetzt ausdenken, was er machen möchte. Steuern wir gleichzeitig den Fahrer und die... Nein, du bist jetzt rechter Kämpfer, Alregio. Amenelaos ist linker Kämpfer und ich bin Fahrer. Sehr schön. Du hast die Armbrust, die ist gespannt, die hast du in der Hand und du kannst notfalls auch einfach die Armbrust ein Stück zur Seite nehmen und irgendwie zaubern, theoretisch mit deiner Hand. Darf man schon vor dem Start schießen? Meinetwegen! Darf man auf die Pferde schießen? Lassen? Was darfst du? Kannst du auf die Pferde schießen? Klar, kannst du machen. Dann schieße ich auf die Pferde. Das ist unsportlich, aber kannst du machen. Das genau, muss man hier gucken, auf wen? Wessen Pferde? Natürlich auf Jalans Pferd, Jerodin. Ja, du warst natürlich auch so ein bisschen überrascht von dem Auftritt von Sirium Grimm, den kanntest du auch nicht. Aber ja, jetzt ist das Rennen plötzlich losgegangen, euer Fahrer hat halt total nicht hingekommen und jetzt ist das, muss man gerade gucken, wie gesagt, der Abstand ist 1 zu 10. Das ist ein 32 Meter Abstand. Gut, ist ein leichtes Bewegungsziel, also ein plus 2. Moment. Das können wir uns jetzt nochmal genau ganz in Ruhe ansehen. Dann gehen wir einfach mal auf die Fernkampftabelle. Das Ziel. Du möchtest auf ein Pferd schießen, ja? Mhm. Das Pferd ist groß, plus minus 0. Die Entfernung ist 40 Meter. Ja, genau, 40. Also sprich die vorletzte. Plus 8 müsste das sein. Plus 8 für weit, ja. Bewegung des Ziels. Es bewegt sich von dir weg. Damit ist es eine schnelle Bewegung, also eine plus 2. Eine plus 10, okay. Sichtverhältnisse, es ist dämmerig, aber du hast eine Nachtsicht. Grollen wir mal eine Nachtsicht. Das ist also egal. Ja, plus 10. Plus 10, ich habe einen Wert von 18, also auf eine 8. Das ist schon genau. Dann hast du sozusagen zwei Armbrüste, die laden sich automatisch selbst nach, sobald du sie weglegst. Und du musst eben nur die Aktion nachhalten, dass sie dann 15 Aktionen lang ohne dich nachladen müssen. Kann der Groll noch zielen? Also ich muss Zeit lassen. Gibt eine Erleichterung von minus 4, glaube ich, oder? Wir haben keine Dienst. Du musst zwei Aktionen zielen, um einmal schießen zu, um einen Punkt Erleichterung zu bekommen. Das lohnt sich nicht. Okay, dann also eine Kampfrunde musst du mal komplett zielen für jeden Punkt Erleichterung. Dann nochmal schieße ich nochmal mit einer Brust, Armbrust. Treffe nicht. Was? Ich habe keine 20 gesehen. Achso, jetzt. Nee, treffe ich trotzdem nicht. Gut. Ich habe eine Idee. Okay, dann erzähl mal. Was macht dein Groll? Was ist, wenn ich auf den linken Zahn schieße, in die linke Flanke, damit er nach links aushaut? Könnt ihr so versuchen. Ich versuche das. Der ist ein großes Ziel, genauso wie ein Pferd, also der gleiche Wurf. Zum Glück haben wir ja Abstand zu dem Zahn. Genau, danke Niklas. Klar, ja, ich will, dass er wohl noch nicht hinkriegen. Macht natürlich wenig Schaden, oha. Macht natürlich wenig Schaden. Ah, komm, es schießt einen Gräum. Ich habe heute auf jeder 20 Gräum gekillt, jetzt darfst du auch. Irgendeiner, der am Rand steht. Irgendein Zuschauer, genau. Das sieht dann so aus, als hätte ich den erschossen. Warte, nein. Schlechte Idee. Ah, komm mal zurück. Moment, Bestätigungsruf. Nicht bestätigt. Der Bolzen, beide Bolzen gehen daneben. Die Gräume haben quasi auf kompletter Linie versagt. Es sind Gräume, was haben wir erwartet? Ja, hängen die Armbrust ein und können dann nächste Runde mit der nächsten Aktion die neue Armbrust greifen. Jeder hat nämlich zwei Armbrüste. So, die ersten Kämpfe entbrennen, die werden sich da behaken, nicht unbedingt mit Bögen, aber du kannst aus dem Streitwagen heraus kämpfen. Kampf ist natürlich erschwert, je nachdem wie lang die Waffe ist, ob es einhändig ist, ob es zweihändig ist, wie die Distanzklasse der Waffe ist. Es ist möglich, gegeneinander zu kämpfen und das passiert dann eben vorne auch. Das sind dann eher höfliche Schlagabtausche, sag ich mal. Lutisana kämpft dagegen Udalbert, Irhalkengardist gegen Irhalkengardist, die Pferde rempeln
rappeln sich auch miteinander so ein bisschen an. Das heißt, die werden hier so einen kleinen Kampf entbrennen lassen. Da ist ein aktuellster Platz. Jetzt müsste man natürlich vorziehen können, wollen. Nächste Kampfrunde. Ich würde ja gerne vorziehen, aber ich glaube, ich habe nicht genügend Initiative dafür. Ich möchte auf jeden Fall vor die Räume ziehen. Ich denke, doch, also drin, ich glaube, mit deiner Probe sollte das gelingen. Da könntest du vorziehen, wenn du möchtest. Na dann, würde ich sagen, Jungs, kleiner Sturm an ihnen vorbei und Spitze. Warte, Moment, kurze Frage. Kann ich agieren, bevor wir weiterziehen, oder müssen wir jetzt erst weiterziehen, bevor ich schießen kann? Das ist mir egal. Dann möchte ich erst agieren, natürlich. Was, schießt du auf die Pferde? Ich habe ja letztlich. Ich kann alle jede Runde einmal schießen, Junge. Also jede zweite. Ja. Drei. Ich möchte, wie gesagt, ich habe letzte Runde bereits angesagt, dass ich auf die Gräumer anlege. Jetzt habe ich meine, Ladezeit durch. Deswegen möchte ich doch ganz gerne dem Fahrer Gräum in den Kopf schießen. Oh, dieser Gräumhass. Dieser Gräumhass. Ja, die haben zuerst auf uns geschossen. So, also rechnen wir es nochmal durch. Wir haben ein mittelgroßes Ziel, weil ich nehme an, Gräume sind nicht viel weniger als Zwerge. Die sind weniger als Zwerge. Gräume sind, okay, sind Gräume, warte, sind Gräume weniger als Goblins? Gräume sind 1 Meter groß. Das ist weniger als ein Goblin. Wie groß sind Goblins? Das ist weniger als ein Goblin. Ich gebe dir ein kleines Ziel. Das, genau, ist eine, dann haben wir die 4. Plus 4, ja. Dann sind wir 32 Meter. Das ist leider schon mittel auf der nochmal 4, die 8. Das Ziel bewegt sich nicht, was gut ist. Haben die Deckung? Die haben Deckung, ja. Ja, aber sein Kopf ist nicht in Deckung, sollte das nicht reinzählen, oder? Dann musst du aber auf den Kopf. Ja, okay. Außer Johnny sagt jetzt, die haben auf jeden Fall Deckung, dann lasse ich die Kopfansage raus. Nee, der hat am Kopf keine Deckung, also du kannst da wirklich sozusagen frei drauf ziehen, nur mit der Erschwernis vom Kopf. Also haben wir die 8 plus die 5 sind die plus 13. Das ist sportlich, oder? Das ist sportlich. Was, plus 5 für Kopf? Plus 5 für Kopf, ich bin ja Meisterschütze. Kopf ist normalerweise 10, würde ich Meisterschütze halbiert. Ja. Na, wann bist du Meisterschütze? Beide Augen hast. Ich bin nicht Meisterschütze, wenn ich beide Augen habe. Wir haben darüber gesprochen, ich bin sofort Meisterschütze. Aber ohne Augenklappe, genau. Auch das fiel hinterher raus, weil uns auffiel, dass ich mir mit dem normalen Pakt-GP bereits den Meisterschützen leisten kann, weil er verbilligt ist. Wir haben das doch extra geklärt. Du kannst dir trotzdem die Augenklappe jetzt abnehmen. Okay, ich drehe mich um, mach die Augenklappe auf. Und sie soll den Räumen. Gut. Ich nehme warum an, ist es freie Aktion oder so. Das ist eine freie Aktion. Es geht mir nur darum, dass du deine Augenklappe abnimmst. Okay, zum Glück ist hinter mir keiner von unseren. Los geht's. Das wäre ein Treffer. Ja, der Golem versucht natürlich auszuweichen. Das ist eine Ausweichwurf erschwert um 8 Gegengeschosse. Er hat einen Ausweichwert von 7 und wenn er keine 1 will, wird er kläglich scheitern. Jetzt kommt die 1, jetzt muss die 1 kommen. Die 19, es war ganz knapp für ihn. Er springt in den Schuss hinein. Er fängt ihn mit seinen 10. Dann haben wir hier schön die 10. Er hat eine Konzi von 11, macht also 6er Dings, 6er Wundschwelle, minus 2 leider. Das heißt, bei 12 minus 2, er kriegt genau eine Wunde am Kopf nur. Denk an die Verdopplung durch Kopftreffer. Ach, warte, dann müssen wir erst ein W20 schmeißen, ja? Genau, nur bei einer geraden Zahl? Okay, dann ist es keine. 11 bis 20 ist doppelt. Ah, okay, sorry, ich dachte, wir hätten gerade ungerade. Kein Problem. Gut, dann bekommt er 20 ab. Er hat einen Rüstungsschutz von 1, davon bekommt er also nur 18 ab. Weil ja 10 minus 1 und dann verdoppelt. Und dann mit 18 bekommt er zu viele Wunden wohl. Wunschfälle gesehen, minus 2. Hast du zusätzlich Glasknochen für ihn? Er bekommt drei Wunden am Kopf. Ja, der hat ja Glasknochen, das habe ich schon einberechnet. Jetzt hat er 3 Wunden am Kopf. Und automatisch 3 Wunden und fällt hinten über. Aber er lebt noch mit 2 LE und das würde dir verübeln, denn der hat nämlich 21 LE, der Fahrer. Das ist viel besser. Dann lebt er. Okay, ist halt aus dem Rennen raus. Wollen die anderen beiden Gräume übernehmen? Aha, Flammex. Aha, Fado. Nee. Ja, dann greif mal nach den Zügeln. Die haben Fahrzeuglenken 5, die nicht waren. Obwohl das auch 10 haben. Das ist egal. Einfach eine Fahrzeuglenkenprobe. Erstmal, um das Ding zu starten. Eine ganze Menge Fahrzeuge. Würfel einfach 3W20. Ja. Die Kräume sind so schnell raus. Ja. Ja, was? Ihr fangt direkt an, um meine Gäule zu schießen. Was erwartet ihr, was ich tue? Ja, natürlich. Oh. Also, erinnerst du dich mal daran, auf wessen Seite du willst? So, los. Wer würfelt jetzt? 3W20, los. Ich würfel einmal für den Gräumen, für den neuen Fahrer. Schade. Nee. Dann bleiben die weiterhin stehen. Sie sind noch nicht raus, aber. Oh mein. Sie stehen noch keine Kekse. Das Rennen ist vorbei und die Gräume sind immer noch nicht gestartet.
bist schuld. Wieso fahren die nicht? Dann bin ich jetzt mit Vorziehen dran und würde gerne an den Leuten allen vorbeifahren. Mhm. Ich habe immer wieder die Befürchtung, dass die gleich vorziehen werden. Aber nee, du hast jetzt ja vorgezogen, sie können nachziehen. Ja. Wie weit komme ich? 40. Okay, warte, da muss ich kurz ein bisschen raus. Also auf der Karte waren 400.